Hier in Mainz Ihre Teletipps vom Hausarzt. Und mit welchem Thema wir uns heute beschäftigen, sehen Sie jetzt. Schlaflos in Deutschland. Weshalb kommen wir nachts nicht zur Ruhe? Schlaflosigkeit ein Massenphänomen. Gibt es Hilfe durch Tabletten? Welche Rolle spielen Schlafumgebung, Bett und Matratze? Letzte Rettung, Schlaflabor. Schlaflos in Deutschland. Und wie Sie sich helfen können. Rufen Sie an. Jetzt. Ja, liebe Zuschauer, mit Schlafstörungen hat sicherlich jeder von uns schon einmal etwas zu tun gehabt. Vor wenigen Wochen, genauer am 21. Juni, hat in Deutschland mit dem Tag des Schlafes eine große Aktion auch dazu begonnen. Dr. Gerhard, wie ist es denn, wenn man schlecht schläft? Was sind denn so die ersten Folgen? Also die ersten Folgen sind natürlich, dass man sich unausgeschlafen fühlt, aber das wird mehr. Man kann zum Beispiel aggressiv werden, die Konzentration lässt natürlich nach, man kann depressiv werden und man muss eins wissen, man ist auch unfallträchtiger. Also das ist, wir wissen heute, dass bei 24% aller Unfälle, sei es jetzt im Haushalt, sei es in der Freizeit, sei es im Berufsleben oder im Straßenverkehr, dass bei 24% Schlafstörungen eine Rolle spielen. Es gibt zwei ganz mehrere bekannte Beispiele, ich nenne mal zwei. Das Tankerunglück der Exxon Valdez, Schlafstörung, demjenigen, der das eben, dem das passiert ist, oder auch Tschernobyl. Derjenige, der hier die falschen Knöpfe vielleicht gedrückt hat, der hat auch mit Schlafstörungen zu tun gehabt. Also recht bekannte Beispiele. Wichtiges Thema. Ja. Ja, liebe Zuschauer, Schlaf ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Ohne Schlaf wäre ein Leben überhaupt nicht denkbar. Und man merkt es eigentlich erst, wenn man schlecht schläft oder überhaupt nicht mehr schläft. Schlaflos in Deutschland. Fast schon ein Normalzustand. Rund 20% aller Deutschen leidet unter behandlungsbedürftigen Schlafproblemen. Doch etwa 2/3 davon suchen trotz Beschwerden keinen Arzt auf und quälen sich weiter, Nacht für Nacht. Wer länger als 30 Minuten zum Einschlafen braucht, für wen der Schlaf nicht erholsam ist und wer nicht durchschläft, der leidet unter Schlafstörungen. Jeder Schlaflose ist zu bedauern, doch die Symptome sind ebenso vielfältig wie die Ursachen. Ein abnormes Ereignis, das während des Tiefschlafs eintritt, ist das Schlafwandeln. Besonders häufig sind Kinder betroffen. Aber ob Kinder oder Erwachsene, die Betroffenen, die wie automatisiert das Bett verlassen, sind einer großen Unfallgefahr ausgesetzt. Auch nächtliches Aufschrecken mit Herzjagen und Angstschweiß kann den Tiefschlaf abrupt beenden. Unruhige Nächte sind häufig die Fortsetzung hektischer Tage. Stress, Sorgen und Aufregung in einer sich beschleunigenden Welt bringen uns aus dem Gleichgewicht, belasten uns, auch in der Nacht. Dazu kommen die selbstgemachten äußeren Einflüsse, die die Nachtruhe beeinträchtigen, wie zum Beispiel schwere Mahlzeiten oder auch Alkoholgenuss, der anregt und den Harndrang fördert. Regelmäßiger Tablettenkonsum kann zu Schlafstörungen führen, ebenso wie die anregende Wirkung von Genussgiften aller Art. Auch Umweltfaktoren wie Klima und Wetter haben bisweilen negativen Einfluss auf den gesunden Schlaf. Viele Schlaflose sind häufig selbst für ihr Leiden verantwortlich. Immerhin schaffen wir uns die Umgebung, in der wir schlafen, selbst. Oft genug jedoch animiert diese nicht zum Abschalten und Ruhen. Inmitten unseres Tageschaos werden wir weitergehetzt, in die Nacht hinein und wieder in den Tag und immer so fort. Kein Wunder, dass die Folgen für den Alltag nicht ausbleiben. Unsere Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, wir sind weniger leistungsfähig. Kleinigkeiten überfordern uns und der Arbeitsalltag wird beeinträchtigt. Außerdem sind wir einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Jeder Tag wird zur Qual. Schlaflos in Deutschland. Fast schon ein Normalzustand, denn Millionen sind betroffen. Aber ohne die Einsicht in die Tragweite ihres Leidens und die professionelle Hilfe eines Arztes werden viele niemals zur Ruhe kommen. Fast schon normal, das ist wirklich wahr. Wir wissen heute, dass 20 bis 30% der Bevölkerung in Deutschland unter Schlafstörungen leidet. Das ist ein Drittel. Und von diesem Drittel gehen leider nur 1/3 zum Arzt. Die anderen denken, naja, es ist ja keine Krankheit. Es ist eine Krankheit. Krankheit vor allem ist es behandelbar, es ist ein Symptom und es hat eine Ursache. Und darüber wollen wir heute sprechen.
eben in unserer Sendung. Es ist nicht so, dass einer sagt, ich habe jetzt die Schlafstörung und man kann mir eh nicht helfen. Die, die zu Ihnen in die Praxis kommen, Doc, wie ist das? Sind das irgendwie spezielle Altersgruppen, jung, alt, Frauen, Männer? Ja, es sind zunächst mal alle Altersgruppen. Natürlich ältere Leute besonders, und da ist es auch bei über 65-Jährigen, die Hälfte aller über 65-Jährigen leiden unter Schlafstörungen. Die klagen dann über einen zu kurzen oder über zu einen leichten Schlaf. Kurz kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Man muss das genau mitzählen, zum Beispiel auch das Nickerchen am Nachmittag. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dann haben wir, Sie wissen, jetzt auch im Internet eine Tafel, und die heißt www.dreisat.de. Aber jetzt sind unsere Zuschauer dran, und da haben wir den Herrn Simon hoffentlich in der Leitung. Herr Simon, Sie haben uns erzählt, Sie haben mit Schlafmittelchen Probleme. Ja, das stimmt. Also ich schlafe schlecht ein und ich liege abends auch noch länger wach. Und ich möchte gerne keine chemischen Schlaftabletten so gerne nehmen, und deswegen ist meine Frage: Es gibt ja auch pflanzliche Mittel, zum Beispiel aus dem Reformhaus. Mhm. Und welche Pflanzen helfen denn eigentlich bei Schlafstörungen und wie gut wirken sie? Mhm. Also da haben wir, muss man einfach mal auf die Gruppen zu sprechen kommen. Wir haben hier links außen diese Gruppe, die Sie genannt haben, pflanzliche Präparate, die gibt es zum Beispiel, Sie haben es schon genannt, im Reformhaus. Wir haben heute gute Untersuchungsergebnisse, wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Baldrian, Hopfen und auch Melisse. Von diesen drei Stoffen wissen wir, dass sie wirken, wissenschaftlich erwiesen. Dann haben wir in der Mitte eine Gruppe von relativ neuen Präparaten. Die kann man also wirklich nehmen, wirken sofort. Die Kamera muss noch ein bisschen wandern. Jetzt haben wir da in der Mitte diese Präparate. Die wirken sofort und machen nicht süchtig. Das ist ja etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben dann rechts außen Präparate, die es heute immer noch gibt, die auch verordnungsfähig sind, die der Arzt auch verschreibt. Nur muss man da eben wissen, dass sie bei längerem Gebrauch, länger gebraucht heißt 4 bis 6 Wochen, dass sie eben süchtig machen können. Prinzipiell muss man wissen, Baldrian, Hopfen, Melisse oder die anderen Präparate, die eben nicht süchtig machen oder die süchtig machen können, gehört alles in ärztliche Hand. Man kann mal eine Tablette nehmen, aber wenn das länger geht, dann muss eben die Abklärung durch den Arzt erfolgen. Und auch Baldrian, Hopfen, Melisse nicht, bitte nicht regelmäßig nehmen. Was ich eben gesagt habe, das ist ein Symptom und das hat eine Ursache. Und diese Ursache kann man natürlich rausfinden, zum Beispiel im Schlaflabor. Ja, Doc, Angst vor der Sucht, das hat auch Frau Ruschke. Frau Ruschke, Sie sind Dialysepatientin und schlafen auch sehr schlecht, haben Sie uns erzählt. Ja, guten Abend. Hallo. Mein Problem, ich schlafe zwar gut ein, aber ja, ich werde 2-3 Mal in der Nacht wach, mhm, und kann dann nicht wieder einschlafen. Mhm. Und bin dann tagsüber wie gerädert. Wie gerädert, ja. Und ich habe mit autogenes Training versucht, sehr aber gut, irgendwie haut das alles nicht hin. Mhm. Und ich darf ja abends jetzt keine Milch mit Honig trinken oder sowas, weil ja meine Flüssigkeit eingeschränkt, ja, ist. Ja. Also ich habe sehr große Probleme im, mhm, Moment damit. Ich nehme an, dass Sie auch mit dem Arzt darüber schon gesprochen haben. Ja, und der hat mir ganz leichte Schlaftabletten verschrieben, mhm, aber mit dem Hinweis, dass sie süchtig machen. Mhm. Natürlich so eine Sache, gell? Ja. Ich meine, was ganz wichtig ist, auf keinen Fall, wenn man also, Sie haben eine Durchschlafstörung, wenn Sie eingeschlafen sind und werden dann wach und Sie drehen sich dann von einer Seite auf die andere und gucken dann auf Ihren elektronischen Wecker, den würde ich sowieso verbannen. Diese Zahlen, die kann man nämlich auch fummelig machen, weil man immer guckt und guckt, schon wieder nicht geschlafen, schon wieder nicht geschlafen. Man weiß auch, dass es da elektromagnetische Felder gibt, die den Schlaf eben stören können. Ein guter alte Wecker, der aufgezogen wird, so wissen Sie, so ein Reisewecker, den man dann zusammenklappen kann, so mit Lederbezug, der auch nicht so laut tickt, ist das Ideale. Und ich würde ihn auch rumdrehen, dass man nicht dauernd auf die Uhr guckt. Und vor allem das Bett aufschlagen, raus aus dem Bett, ins Wohnzimmer sich setzen, jetzt nicht einen spannenden Krimi oder irgendwas, was Aufregendes im Fernsehen gucken, sondern irgendeine leichte Lektüre und dann Zimmer gut durchlüften, dann kläffen das Fenster, soll nicht ziehen und dann wieder versuchen, einzuschlafen. Also nicht im Bett rumdrehen und rumdrehen, auf die Uhr schauen, jetzt hast du schon wieder eine Stunde nicht geschlafen. Das ist alles nicht schlaffördernd, sondern aufstehen und eben in ein anderes Zimmer gehen und dann so etwas, eine leichte Lektüre lesen und dann merkt man, man wird müde und dann es wieder probieren. Das gehört alles so zum Thema Schlafhygiene. Ja, in unserer Dockline ist jetzt die Frau Dammler. Frau Dammler, Sie wachen auch oft auf in der Nacht, haben Sie uns erzählt. Ja, das ist Hallo. Richtig. Ich wache öfter auf in der Nacht, mhm, und schlafe auch ansonsten schlecht ein. Jetzt hätte ich aber eine Frage: Wie hoch ist denn die Gefahr, dass ich süchtig werde? Beziehungsweise wie kriege ich meinen Arzt dazu, dass er mir ein Medikament verschreibt, auf das ich nicht süchtig werde?
Ich kann Ihnen natürlich jetzt kein Rezept verordnen, wie Sie einen Arzt dazu kriegen. Das Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis ist ja Vertrauen des Arztes zum Patienten und vom Patienten zum Arzt. Also da würde ich einfach mit ihm reden. Es gibt Präparate, da gehören eben die Benzodiazepine dazu, die bei längerer Sicht, bei längerer Einnahme werden, machen die eben süchtig. Das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Es gibt eine neuere Gruppe von Präparaten, die eben auch sofort wirken. Wir haben es eben gesehen in der Mitte unseres Tisches, die eben nicht süchtig machen. Da würde ich mit dem Arzt drüber reden, aber auch da gilt natürlich, Sie nehmen jetzt nicht bis ans Ende Ihrer Tage diese Tabletten, sondern man sollte immer wieder so eine Intervalltherapie machen, weil immer wieder probieren, einige Tage nehmen, dann wieder mal eine Pause machen, wo man es versucht ohne und eben auch mit dem Arzt darüber sprechen. Es ist heute auch so, es gibt heute eine Spezialdisziplin innerhalb der Medizin, das ist die Somnologie, also die Lehre von Schlaf und Schlafstörungen. Da haben sich viele Ärzte darauf spezialisiert und da muss man auch ganz ehrlich sein. Die Medizin, das ist heute so, geht heute so schnell, da muss man sagen, ich kenne mich jetzt damit nicht aus, also ich schicke Sie mal zu einer Kollegin, einem Kollegen, der sich da besser mit auskennt. Das ist keine Schande, man kann heute das ganze Gebiet, den Generalisten, den gibt es kaum noch. Nun muss man eben weiterschicken und sagen, Herr Kollege, Frau Kollegin, Sie kennen sich damit aus, gehen Sie da mal hin. Was könnte man da empfehlen? Bis hin zu irgendwelchen Untersuchungen beim Lungenfacharzt, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, beim Neurologen oder eben im Schlaflabor. Nur eben, man muss eben wissen, das macht auf keinen Fall süchtig, das kann süchtig machen, deswegen kann man es trotzdem mal verordnen. Und es gibt Präparate, die sicherlich nicht süchtig machen, gleich wirken, aber auf keinen Fall eine Sache, wo man sagen kann, jetzt haben Sie mal hier die Tabletten, die nehmen Sie jetzt einfach mal. Das ist sicherlich falsch. Schlaf ist ein eigenes Forschungsgebiet innerhalb der Medizin und ich würde mir dann halt auch jemanden suchen, der sich da besonders gut auskennt. Ja, Doc, es gibt ja viele Gründe, schlecht zu schlafen. Einer ist, wenn da nebenan einer liegt, der schnarcht die ganze Zeit. Das sind meistens die Männer, ja? Genau, so ist es. Meistens die Männer. Und ich bin ja sonst kein Freund von getrennten Schlafzimmern, Frau Thoma. Ja? Das ist ja nicht so ehefördernd. Ja, das kann man nennen, ja, so oder so. Also, nein, aber wenn wirklich jemand schnarcht und sägt und jetzt ist der Partner, der hat vielleicht Einschlaf-Durchschlafstörung, jetzt ist der gerade eingeschlafen, dann fängt Männer an, nebendran zu sägen, ja. Ist natürlich nicht gut und da sage ich, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir können das Schnarchen in den Griff kriegen, ist ja immer die Gefahr, auch der Schlafapnoe, der Atemaussetzer, ist eine ganz gefährliche Krankheit. Warum? Weil Bluthochdruck nach sich zieht, Herzerkrankungen. Wenn das abgeklärt ist und er schnarcht eben weiter und Hals-Nasen-Ohrenarzt hat da hinten noch was operiert, man sagt und auch diesen Leuten, Gewicht reduzieren, warum Übergewichtige, da wird das Ganze da hinten noch schlaffer. Alkohol am Abend genossen, auch ganz schlecht für Schlafstörungen. Erschlafft das Gewebe und das Schnarchen ist ja nichts anderes als schlaffes Gewebe, was da aneinander schlägt beim Atmen und dadurch schnarchen wir. Wenn das alles abgeklärt ist und er schnarcht nun mal weiter oder sie schnarcht weiter, soll es ja auch geben, dann ist der einzige Grund für mich, wo ich sage, getrennte Schlafzimmer. Das kann übrigens auch ganz nett sein, man kann sich ja dann auch so besuchen. Ja, so. Dann lassen wir jetzt direkt wieder einen Mann zu Wort kommen, der hoffentlich nicht schnarcht. Das ist der Herr Helms. Herr Helms, Sie rufen für einen Freund an, glaube ich. Hallo? Ja, ich rufe für hallo? Ja, hallo? Ja? Ich rufe für einen Freund an. Mein Freund ist 36 Jahre alt, groß, schlank, 1,80 groß und wiegt etwa 65 Kilo. So seit circa 3-4 Jahren klagt er über Schlaflosigkeit. Er schläft so in der Nacht 3-4 Stunden, dann wird er wach, steht er auf, ja, und am nächsten Tag ist er dann völlig zerschlagen, klagt über Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Appetitlosigkeit ist auch noch so ein Zeichen. Ja, ja, das sind alles Auswirkungen der Schlafstörung. Lebt er alleine? Ja, ja. Er kann also, hat er keinen Zeugen, der sagen kann, ob er schnarcht oder ob er sogar Atemaussetzer hat? Aber doch, er hat schon bei mir übernachtet, also er schnarcht nicht. Schnarcht nicht, trotzdem würde ich empfehlen, dass er zum Beispiel zu einem Lungenfacharzt geht oder zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Die haben solche Geräte, sieht aus wie ein Langzeit-EKG oder Langzeit-Blutdruck-Messgerät, was man so anschnallt, ambulant und damit mal schläft und dann schaut, ob es vielleicht doch Atemaussetzer gibt, Schlafapnoe. Warum? Weil das Typische der Schlafapnoe, der Atemaussetzer während des Schlafs, ist, dass man morgens zwar geschlafen hat, aber sich wie gerädert fühlt. Und das würde ich auf jeden Fall abklären. Wenn das jetzt nicht weiterbringt, dann gibt es eben das Schlaflabor.
wo man sagt, ich gehe jetzt mal ins Schlaflabor und lasse mich da mal ein, zwei Nächte verkabeln, um zu sehen, welche Schlafstörung da vorliegt. Was Sie berichten, ist auf keinen Fall normal und bitte im Gedächtnis behalten. Gerade diese Atemaussetzer ziehen so und so viele Krankheiten nach sich. Am Ende steht dann der Schlaganfall und der Herzinfarkt. Deswegen sollte man das einfach unbedingt ernst nehmen und nicht kritiklos irgendwelche Tabletten nehmen. Das muss man bei aller Liebe zu den Tabletten, zu allen anderen übrigen, was da so gibt, das muss man einfach wissen. Ja, um Tabletten geht es auch bei unserem nächsten Anrufer. Das ist Herr Jasmin Bock. Sie haben, glaube ich, das Problem, dass Sie nur noch mit Tabletten schlafen können. Ja, ich habe lange Zeit genommen und ich habe Schlafstörungen, kann nicht mehr gut schlafen. Und ich wollte nur fragen, wie ich da rauskomme, überhaupt diese ohne Schlafen. Tabletten zu nehmen. Ja. Können Sie mir sagen, welche Tabletten Sie nehmen? Stellinx. Wie nochmal? Stellinx nehme ich. Das ist, die habe ich in der Apotheke gekauft. Ist frei verkäuflich? Ja, genau. Mhm. Habe ich natürlich schriftlich von meinem Arzt bekommen. Ach so, ein Rezept bekommen. Genau, Rezept bekommen. Ja. Und ich meine, ich wollte nur fragen, wie kann man das rauskommen, ohne Tabletten zu nehmen? Wenn Sie jetzt die Tabletten nicht nehmen, wie geht es Ihnen dann? Dann kann ich nicht mehr schlafen, sondern nächste Tage bin ich zusammengebrochen. Klingt nach einer, es klingt schon nach einer gewissen Sucht. Also machen wir uns gar nichts vor. Wenn so eine Tablettensucht oder so eine Wirkstoffsucht vorliegt, dann schaffen Sie das auf keinen Fall ambulant. Sie können also jetzt nicht sagen, ich bin jetzt mal hier der Held, heroisch, komme ich da davon. Sie haben ja schon die Quittung bekommen. Sie sollten dann zu einem Ärztin, Arzt Ihres Vertrauens gehen. Das geht dann meistens in Richtung Psychiatrie, Neurologie oder sogar in eine Klinik, wo Sie dann unter Aufsicht eben entzogen werden. Bitte keine falsche Scham haben. Wir haben viele, viele Leute, ich habe das auch in der Praxis schon ganz, ganz häufig erlebt, dass man plötzlich in eine Sucht geraten ist, gerade ältere Menschen, Persönlichkeitsveränderungen macht das durch. Früher wusste man das auch gar nicht so. Bekannteste Vertreter war ja früher das Valium. Wusste man früher. Man hat gedacht, das ist ein toller Stoff, den kann ich ja nehmen. Mir geht's gut, ich schlafe gut, ich bin tagsüber auch etwas ruhiger. Prüfungsstress, man hat ja immer einen Grund, sowas zu nehmen. Also keine falsche Scheu haben. Vertrauen Sie sich dem Arzt an und es geht dann meistens über einen stationären Aufenthalt, wo Sie regelrecht entzogen werden. Ja, liebe Zuschauer, jeder von uns kennt das Problem, dass man mal nicht einschlafen kann oder nachts wieder aufwacht. Doch was macht man, wenn die Schlafstörung bereits zur Regel wird? Gesunder Schlaf ist das Ziel von uns allen, in jedem Alter. Und dieses Ziel können wir erreichen, manchmal sogar ohne fremde Hilfe. Wenn wir unser persönliches Schlafverhalten und Bedürfnis kennen, können wir zu unserem eigenen Schlaftherapeuten werden. Die Schlafdauer und Schlafstruktur ändern sich mit dem Lebensalter. Die rot markierten Flächen stellen den Schlaf dar. Ein Neugeborenes schläft etwa 16 Stunden über den ganzen Tag verteilt. Die Schlafdauer vermindert sich mit zunehmendem Lebensalter und pendelt sich beim Erwachsenen im Schnitt bei 6 bis 8 Stunden ein. Doch Erwachsener ist nicht gleich Erwachsener. Es gibt Menschen, die abends früh müde werden und andere, die lieber lange wach bleiben. Schlafmediziner unterscheiden den Schlaftyp Lerche und Eule. Die Lerchen gehen früh zu Bett, während die Eulen abends noch lange aktiv sind. Die Lerchen sind morgens schon lange aus dem Haus. Die Eulen dagegen kommen nicht aus den Federn. Und so sieht ein idealer Schlafablauf aus. 4 Tiefschlafphasen, gefolgt von einer Traumperiode. Und dieser Zyklus wiederholt sich im Laufe der Nacht mehrfach. Dabei werden die Traumphasen immer länger. Schlaflos in Deutschland, das muss nicht sein. In den meisten Fällen können die Beschwerden behoben, kann der Schlaf gefunden werden. Neben der Einsicht ins eigene Schlafbedürfnis und ein dementsprechendes Verhalten spielt die sogenannte Schlafhygiene, das heißt, die Rahmenbedingungen, die wir uns fürs Schlafen schaffen, eine große Rolle auf dem Weg zum gesunden Schlaf. Die Chancen auf gesunden Schlaf steigen mit einer angenehmen Schlafumgebung und einem guten Bett. Veraltete Matratzen befördern nicht eben das Wohlbehagen. Doch schon vor dem Schlafen stellen wir die Weichen für die Nacht. Das Einschlafen wird begünstigt durch Rituale und Regelmäßigkeiten aller Art. Ebenso wichtig sind leichte Mahlzeiten und eine Erholungsphase, um Abstand vom Tag zu gewinnen.
Nicht zuletzt die Bettlektüre, die im Zweifelsfalle besser entspannend als anregend sein sollte. Auch Spaziergänge in der Natur oder ein entspannendes Bad sind geeignet, um abzuschalten und sich auf eine angenehme Nacht vorzubereiten. Zufrieden und ausgeglichen sollten wir den Tag beschließen, um auch die Nacht genießen zu können. Bei massiven Schlafstörungen mit großem Leidensdruck hilft oft nur noch das Schlaflabor. Hier wird unter anderem die Gehirnaktivität während des Schlafs erfasst. Da Schlafstörungen individuell höchst verschieden sind, kommt dem Patientengespräch besondere Bedeutung zu. Gerade im Zusammenhang mit Schnarchsymptomen sind meist Männer die Betroffenen. Mittels Elektroden und Sensoren wird die Charakteristik der Schlafstörungen abgeklärt. Um die häufigste Erkrankung unter den Schlafstörungen, das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom, zu untersuchen, werden unter anderem Schnarchgeräusche aufgenommen. Eine Muskelerschlaffung der Atemwege kann zu Atempausen und Sauerstoffmangel führen. Bleiben die nächtlichen Atemstillstände unbehandelt, kann es zu Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck kommen. Die Lebenserwartung verkürzt sich. Per Computer und Infrarotkameras werden im Schlaflabor die biologischen Signale und Besonderheiten des Patienten aufgezeichnet und ausgewertet. Ob nur Änderungen der Lebens- bzw. Schlafgewohnheiten oder gar eine Operation nötig sind, entscheidet sich dann im Einzelfall. Wichtig ist also, dass man jetzt nicht denkt, jeder, der mal schlecht schläft, der muss ins Schlaflabor. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man vorher ändern kann. Dazu gehört Schlafhygiene, Gespräch mit dem Arzt und dann irgendwo auch Schlaflabor. Nur wer Schlafstörungen hat, und zwar chronisch, der kann sicher sein, dass das behandelt werden kann. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann gibt es eine Broschüre, die Sie anfordern können. Und zwar unter folgender Adresse: Tag des Schlafes, Postfach 10491 Berlin. Tag des Schlafes, Postfach 10491 Berlin. Ja, jetzt haben wir die Frau Mann in der Leitung. Frau Mann, Sie hatten eine Schilddrüsenoperation und haben sicherlich auch Probleme mit dem Schlafen. Ja, vor 7 Wochen hatte ich eine Schilddrüsenoperation, wurde das zweite Mal operiert. Dann hat man ein kleines Karzinom festgestellt. Von 4 Millimetern. Von dem Tag an kann ich nicht mehr schlafen. War jetzt zur Radiotherapie, das zweite Mal im Krankenhaus. Ja. Die bestimmten Mittel zum Schlafen habe ich im Krankenhaus auch bekommen. Es fing an mit Valium, Stinolox, Diazepam. Ich selber habe mir Baldrian gekauft und es hilft nichts mehr. Ich lebe jetzt seit 7 Wochen mit Schlaftabletten. Völlig klar, völlig klar. Erstmal, die Schilddrüse ist ja unser übergeordnetes Organ, Hormonproduktion direkt unterhalb des Gehirns. Also ganz, ganz wichtig, dass man da erstmal abwartet, wie sich die Schilddrüse einspielt. Ja? Welche Schilddrüsenhormone Sie brauchen. Sie müssen dann Ihre Schilddrüsenhormone regelmäßig nehmen. Da kann man natürlich leicht mal in die Überfunktion, also auch in die Unterfunktion rutschen. Da merkt man erstmal, wie wichtig diese Schilddrüse ist. Also da würde ich Sie einfach nur ein bisschen Geduld bitten. Dann natürlich diese Diagnose. Krebs muss natürlich auch hier im Kopf verarbeitet werden. Das geht ja im Schlaf dann weiter, diese Gedanken. Kann man sich ja auch sehr leicht vorstellen. Ich würde einfach mal auch das Gespräch jetzt suchen zu meiner Ärztin, zu meinem Arzt, vielleicht auch zu einem Psychotherapeuten, auch solche Dinge wie autogenes Training mal lernen und sich da auch mal gewisse Dinge von der Seele reden, was auch eine Möglichkeit wäre, wären sogenannte Antidepressiva in einer niedrigen Dosierung. Da gibt es auch eine Menge Präparate, die nicht süchtig machen, die nur schlafanstoßend wirken und dann eben sehr beruhigen und ihnen auch diese Angst nehmen. Sie haben ja auch Angst, Sie haben ja regelrechte Lebensangst, kann man ja auch nachvollziehen. Sie haben verschiedene Präparate genannt. Es war was Pflanzliches dabei, ist in Ordnung. Es war in der Mitte ein Präparat dabei, was nicht süchtig macht. Sie haben auch 2 Präparate genannt, die Ihnen ein neues Problem machen, nämlich eine gewisse Gefahr einer Sucht. Also hier einfach nochmal eine Ordnung reinbringen, Hausärztin, Hausarzt besprechen, wie gehen wir jetzt weiter vor, machen wir eine Psychotherapie, machen wir autogenes Training und dann würde ich mir einfach auch mal trizyklisches Antidepressivum verordnen lassen, was eben beruhigt, schlafanstoßend wirkt und was Ihnen auch im Kopf etwas die Angst nimmt. Und die Schilddrüse, ganz, ganz wichtig, dass die Schilddrüse mit den Hormonen genau eingestellt wird. Je nachdem müssen Sie immer mal wieder sich Blut abnehmen lassen, dass man sieht, Sie sind
Euthyreoid, Sie haben also eine normale Schilddrüsenfunktion, oder es geht mehr in die Unter- oder mehr in die Überfunktion. Sehr, sehr diffizil, aber man kann das lösen. Ja, jetzt haben wir den Herrn Zuch in der Leitung. Herr Zuch, Sie schlafen nicht nur schlecht, sondern Sie plündern auch noch den Kühlschrank nachts. Ja, so ungefähr kann man das nennen. Also ich habe also seit 3 Jahren ganz extrem damit zu tun. Ich habe also Bandscheibenoperationen gehabt, 7 Stück, Rezitative, und bekam dann auch Rohypnol. Und habe das auch weiterbekommen zum Schlafen. Ja. Und ich habe nachts also Esszwang. Trotz Eingabe von Medikament, also dieses Rohypnols, stehe ich 3 bis 4 Mal, also mit einem ganz benommenen Kopf auf. Ich habe auch mittlerweile einen Herzschaden bekommen. Und mein Hausarzt, also der ist, muss ich einfach mal sagen, auch jetzt ratlos. Und ich soll immer weiter dieses Rohypnol nehmen. Ich habe es mittlerweile selber mal abgesetzt. Können Sie nicht. Um loszukommen. Ja. Und aber der Esszwang nachts ist weiterhin da. Das ist also eine Katastrophe. Völlig klar. Also das sind natürlich jetzt ganz verschiedene Dinge, die bei Ihnen eine Rolle spielen. Das ist eine Zwangserkrankung. Sie müssen sich in fachmännische Hände begeben. Es muss hier eine Verhaltenstherapie durchgeführt werden. Ich würde wirklich zum Verhaltenstherapeuten gehen. Ihr Hausarzt kann Sie da überweisen. Das kann ein psychologischer Psychotherapeut sein, ein ärztlicher Psychotherapeut. Wir haben ja durch das Psychotherapeutengesetz die Möglichkeit, dass da auch Psychologen, dass die auch diese Leistung von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Gefährlich, dieser Zwang vor allen Dingen. Dann das Präparat, was Sie genannt haben, ein ganz, ganz hohes Suchtpotenzial. Wahrscheinlich, aber wirklich, Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen in der Bundesrepublik und auf der ganzen Welt hier süchtig sind. Deswegen, das nächste Problem ist, Sie müssen weg von diesem Präparat. Warum? Weil das gefährlich ist. Sie glauben gar nicht, wie viele Oberschenkel-Halsbrüche nachts passieren unter diesen Präparaten. Man steht auf, man wird schwindelig, man fällt hin und bricht sich etwas. Also diese vielen Probleme einzeln angehen, Verhaltenstherapie, Entzug von dem Medikament geht wahrscheinlich auch nicht ambulant, geht wahrscheinlich nur stationär. Ja, liebe Zuschauer, das war's dann fast schon wieder für heute. Wir haben noch ganz viele Fragen, schaffen es aber nicht mehr. Wenn Sie unsere Informationsbroschüre zum heutigen Thema bestellen wollen, dann schicken Sie uns einen mit einer Mark 50 frankierten DIN A5 Rückumschlag. Vergessen Sie Ihre Adresse darauf nicht und schicken Sie das Ganze an Deutsches Grünes Kreuz, Teletipps vom Hausarzt, Thema Schlaf, Postfach 12-07 in 35-002 Marburg. Ich sag's noch einmal, Deutsches Grünes Kreuz, Teletipps vom Hausarzt, Thema Schlaf, Postfach 12-07 in 35-002 Marburg. Wenn Sie es trotzdem so schnell nicht mitschreiben konnten, dann blättern Sie unsere Dreisat-Texttafel mit der Nummer 376 auf. Darin ist auch unser Faxabruf für Österreich und die Schweiz. Unser Fax, wie immer mit Literaturhinweis, ist geöffnet ab 18 Uhr unter der Nummer 0190 250142. Noch einmal 0190 250142. Ja, am nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleicher Sender. Dann geht es um die Teletipps für Tierfreunde, wie immer mit Dr. Rolf Spangenberg. Ja, lieber Doc, und wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich würde nochmal zusammenfassend sagen, wenn Sie Schlafstörungen haben oder auch Tabletten nehmen, wo Sie denken, Sie sind süchtig, haben Sie keine Probleme, gehen Sie damit zu Ihrer Ärztin, zu Ihrem Arzt. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank, dass Sie Dreisat eingeschaltet haben. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie morgen das ZDF einschalten, 11.35 Uhr.